Auf den Keilrahmen dieser dramatischen Gewitterlandschaft schreibt Emil Nolde Landschaft mit weißem Mutterpferd. Und jetzt ist das Pferd blau. Was ist da passiert? Ist es eine Hommage an Franz Marc? Vielleicht. Er kannte die Bilder von Franz Marc. Er war im Kronprinzenpalais, hatte dort den Turm der blauen Pferde gesehen und hat sicher auch anlässlich des 20-jährigen Todestages 1936 in Berlin die Ausstellung besucht. Kann es sein, dass er in dieser ganzen Begeisterung das weiße Pferd in ein blaues Pferd gemalt hat? Ich könnte es mir vorstellen.